Mein Name ist Hinrich Hornbostel. Ich bewirtschafte zusammen mit meinen Eltern einen Ackerbaubetrieb mit Biogasanlage im Nordkreis Peine. Wir haben hier überwiegend leichte Sandstandorte zwischen 25 und 35 Bodenpunkten. Wir sind auf dem Ackerflächen intensiv in der Feldberegnung. Das heißt, dass wir 225 Hektar unter Beregnung hier haben. Die Fruchtfolge ist auf Energiepflanzenproduktion und auf Frühkartoffeln und Spätkartoffeln spezialisiert. Dementsprechend haben wir einen hohen Anteil Sommerung in der Fruchtfolge, bei denen es wichtig ist, dass wir aus dem Frühjahr viel Wasser mit in die Vegetation nehmen, da wir meistens ausgeprägte Vorsommertrockenheiten haben. Die Drillsaat im Mais praktizieren wir eigentlich schon seit Bau der Biogasanlage, da wir da sehr gute Erfahrungen mitgesammelt haben, da die Trockenmasseerträge in der Regel nicht schlechter sind als bei der Einzelkornsaat und die Systeme einfach einfacher funktionieren und vielseitiger einsetzbar sind. Die Fokus setzen wir ein, um Zwischenfrucht, Mais und Getreide zu drillen. Wobei wir dann durch die verschiedenen Tanks in allen Kulturen eigentlich Vorteile haben, da wir immer unterschiedliche Produkte gleichzeitig ausbringen können. Im Getreide zum Beispiel noch Untersaaten, wie dann zum Beispiel Gras im GPS-Roggen, den wir dann stehen lassen können. In der Zwischenfrucht können wir verschiedene Komponenten gleichzeitig ausbringen. So werden wir jetzt dieses Jahr zu Kartoffeln im Mini-Drill-Tank für Ölrettich nehmen, den ersten Saattank für Rauhafer und den zweiten Saattank für Wicken. Alle einzeln abdrehen und können dann variabel die Komponenten jeweils in der Saatrille ablegen. Dadurch findet keine Entmischung im Tank statt und wir drillen immer genau die Zusammensetzung, wie wir sie haben wollen. Wir hoffen, dass wir mit dem Kauf der Focus für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind. Insbesondere durch den Klimawandel werden wir auch zukünftig verstärkte Probleme mit Trockenheiten bekommen oder vielleicht auch mit Starkniederschlägen, wobei wir mit der Focus, denke ich, für alle Eventualitäten optimal gerüstet sind, da wir immer in den feuchten Boden drillen, beziehungsweise, wenn es mal zu nass sein sollte, durch die Lockerung erst nach der Überfahrt des Treckers auch keine weiteren Verdichtungen mehr dort entstehen. Dementsprechend ist die Focus hier auf dem Standort das optimale Gerät, um die Aussaat durchzuführen. Wir nutzen die Focus in der Maissaat mit 30 cm Säabstand und im Getreide zur Zwischenfrucht dann mit 15. Das heißt, bei der Maissaat lockern wir direkt mit dem Zinken unter der Säereihe und bei 15 cm Saatabstand jeweils dann genau zwischen den Reihen. Dadurch haben wir bei der Maisaussaat optimierte Bestandsverhältnisse und in der Zwischenfrucht und in der Getreideaussaat eine relativ schnelle Bodenbedeckung durch den deutlich engeren Säabstand. Ein Großteil des Betriebes liegt außerdem im Trinkwassergewinnungsgebiet, daher ist der Boden- und Ressourcenschutz auf diesem Standort auch extrem wichtig. Daher probieren wir über optimale Nährstoffausnutzung, die wir auch durch die gezielte Ablage direkt in der Reihe möglichst wenig Auswaschung ins Grundwasser zu haben, damit die gute Trinkwasserqualität hier erhalten bleibt.